Hey, Layla. Was mache ich denn jetzt mit ihr? Bex, ich komme raus. Ruhig, Layla. Hast du mir zugeguckt? Was zum Teufel war das alles? Ich glaube, das war die Lösung für unser Problem. Denkst du dasselbe wie ich? Desmond. Desmond? Was ist mit ihm? Desmond? Er war nur ein Barmann, als er zu uns kam. Noch nicht einmal ein guter. Und dann hat er seine wahre Bestimmung entdeckt. Er war wie, keine Ahnung, eine Singularität, weißt du? Ein Fluchtpunkt. Die ganze menschliche Geschichte schien bei ihm zusammenzulaufen. 2012 gab es eine Sonneneruption, die groß genug war, um alles Leben auf der Erde zu vernichten. Ich erinnere mich. Damals war ich bei Abstergo. Desmond hat uns gerettet. Er wusste, wie man es aufhält. Abstergo heimste die Lorbeeren ein. Angeblich war es ihr Satellitennetzwerk. So ein Schwachsinn. Es war Desmond. Er drückte den Knopf, der die Welt gerettet hat. Aber dieser Knopf ist immer noch an. Er generiert immer noch ein Magnetfeld, das mit jedem Tag stärker wird. Der Tempel, den Eivor gefunden hat, das ist der Ursprung des Magnetfelds. Genau. Es ist jetzt seit 8 Jahren aktiv und wird immer stärker. Inzwischen muss es gefährlich sein. Hitze. Strahlung. Egal. Wir müssen das gerade biegen, das Ding abschalten. Nein, nein, nein. Verlangsamen. Immerhin schützt es uns auch. Langsam ergibt alles einen Sinn. Alles, was ich getan und gelernt habe, führte mich hierher. Zu diesem Moment. Dafür wirst du den Stab brauchen. Zu deinem Schutz. Ohne ihn kommst du nicht mal durch das erste Tor. Ja, natürlich. Okay. Ich bin bereit. Okay, ich belade den Van. Und ich funke unser Schiff an. Es kann morgen Abend im Hafen von Boston sein. Okay. Danke, Bex. So, dann gehen wir mal wieder rein. Wo kommt man hier rein in das Haus denn? Ach, komm her. Bex. Geht nicht, okay. Danke für deine Hilfe da drin. Du surfst besser mit dem Ding als jeder, den ich kenne. Das ist nicht wahr, oder? Naja, fast. Pass auf dich auf. Und komm in einem Stück zurück. Danke, Bex. Alles klar. Okay, ab in den Van. Da ist Shawnee. Bin bereit. Es ist ein weiter Weg nach Beantown. Spring rein. Na klar, ich hüpfe. Los geht er, der Peter. Sean, ich bin da. Ah, gut. Dein Signal wird langsam schwächer. Bist du schon drin? Noch nicht, aber da sind 30 Meter Eis über mir. Okay, der Kontakt könnte abbrechen, wenn du drin bist. Also denk an das, worüber wir geredet haben. Achte auf die Anzeigen, vor allem wegen der Strahlung. Und behalte den Stab bei dir. Ja. Okay. Ich bin hier. Den sie von Cassandra bekommen hat. In Odyssey, Ende Odyssey. Und dann ist Cassandra gestorben. Die ist nur so alt geworden wegen diesem Stab. Zawahoi Nakwat, Osmerbo Turwandi Quarde, Ul Solov Ras Hunakudide, Unsum Horas Restere Chas, so humsi. Sesam, öffne dich. Melon.
bin drin. Gut. Und nicht vergessen, die Maschinen nicht abschalten, nur verlangsamen. Das heißt, dass ihr Erfolg muss immer noch die Erde stützen. Verstanden. Alles klar. Der Aufzug funktioniert noch. Ach, 75.000 Jahre. Was machen da schon 1 oder 2.000 mehr? Richtig. Es wird schon spürbar heißer. Nach unseren Schätzungen wird es noch etwa 16 Grad wärmer werden. Wo bekommt er die ganze Energie her? Unsere beste Theorie heißt Tektonik. Die Bewegung der Erdkruste, die heiße Lava darunter. Eine gigantische Energiequelle. Das ist die Technologie, die Menschen brauchen. Energie, nicht Edensplitter. Ja, wenn das alles so weit ist, könnten wir ein Startup. Ein Startup. Scheiße, ich verliere dich schon. Was sagst du bitte? Die Verbindung bricht ab. Vergiss es. Ich melde mich, wenn ich oben bin. Melde dich doch am besten wieder, wenn du oben bist. Hängt der Bass ihm da immer noch? Da wären wir. Da bist du ja. Du machst Überstunden. Oh je. Als das Eis schmolz, stürzte es ein. Und wie komme ich da jetzt rüber? Ah. Okay. Ah, sieht geil aus, wenn die Klamotten so nass sind. Ein kleiner Teich in dem geschmolzenen Eis. Sieht echt cool aus. So, wie machen wir es denn jetzt am besten? Muss irgendwie darüber, ne? Ne, das geht nicht. Okay, das geht nicht. Da ist eine Wand. Komme ich auch nicht hoch? Ah. Ich dachte schon. Sehr gut, und da komme ich dann hoch wieder. Okay, jetzt geht's los. Hopp. Nicht nach unten sehen. Nicht nach unten sehen. Natürlich nicht nach unten sehen. Gehen wir hier rum. So. Okay, gut, dass alles so schön animiert ist oder illuminiert ist, also alles beleuchtet. Dann macht das die Sache nicht ganz so kompliziert. Hep. So, und hopp. Schön aus den Rückenmuskeln ziehen. Sehr gut. Sehr gut. Guck mal, das mit den nassen Klamotten sieht echt cool gemacht aus. So, dann gehen wir da auch nochmal hoch. Oh je, was ist denn da los?
ist klar, dass sich jetzt irgendwas bewegt. Boah, so eine coole Perspektive. Oh, einmal hoch. Das Ding sieht aus wie mein Grafikkartenhalter. So, Leute, da sind wir. Warum sollte hier irgendjemand sein Leben beenden wollen? Außer sie dachten, es würde... Hinter dir. Das ist wie der Animus. Das ist wie der Animus. Geiles Geräusch. Das ist Evos Valhalla. Oder eine Simulation davon. Ja. Also, wonach suche ich? Erkenne ich es, wenn ich es sehe? Das ist eine gute Frage. Ganz kurz muss ich mal was erkennen hier. Ah, okay. Gut. Ich habe natürlich Odins Blick nicht. Ah, gut. Irgendwas ist komisch. Ja. Was ist das? Seid ihr das? Treibt ihr diese Maschine an ihre Grenzen? Das sind die Weberinnen. Ein ewiger Lauf. Dem Meister treu ergeben. Die Schicksalsfäden weben. Wer ist euer Meister? Ist er hier? Basim. Sie schmeicheln mir. Ich bin nur ein Gast in ihrer Welt. Einer Welt der Wünsche und Hoffnungen. Basim, die Nachricht kam von dir. Du hast uns zu Evas Grab geführt. Ja, eine hoffnungsvolle Nachricht, nicht wahr? Aber wie? Du warst hier 1000 Jahre gefangen. Eivor sperrte dich ein. Für wahr. Doch ich bin nicht allein an diesem Ort. Nicht immer. Ich habe einen Freund, der mir hilft. Gemeinsam lesen wir die Berechnungen. Als wir Eivors vermeintliche Ruhestätte gefunden hatten, nahm ich Kontakt zu dir auf. Durch das digitale Netz, das diese Welt wie ein Spinnenkokon umgibt. Zu unserer Zeit war die ganze Welt auf diese Weise verbunden. Ein Superorganismus der Technologie. Der Stab, den du trägst, die Tempel, die du besucht hast, sie alle sprechen wie eins. Darf ich dir etwas zeigen? Du kannst an diesem Ort wohl tun und lassen, was du willst. Nicht so viel, wie du glauben magst. Ich bin auf äußerst unbehagliche Art mit meinem Körper verbunden. Aber du kannst die Maschine verlangsamen. Du weißt, wie sie funktioniert. Ja, wir werden es gemeinsam tun. Denn eine weitere Katastrophe droht. Dieser Zeitknoten hat eine garstige Art, sich zu korrigieren. Geh voran. Da ist doch irgendwas im Busch mit ihm. Du bist nicht gerade vertrauenswürdig. Das weißt du, ja? Du musst mir nicht trauen. Doch das ist alles, was ich dir anbieten kann. Gott verdammt. Ja, ist wahr, ne? Was hat sie für eine Wahl? Schweigt. Urt. Skuld. Stehe. Euer Tag der Ruhe ist gekommen. Frieden. Das war's schon? Sind wir fertig? Nicht so ungeduldig. Basim! Wo bist du? Was ist das? Okay. Vielleicht will er einfach nur entkommen. Und hat deswegen das Ding aufgeheizt und so, damit die irgendwann da hinkommen und ihn rausholen. Alles löschen. Nochmal von vorn. Ist das... Nein, ist er das? Ist das Desmond? Layla. Hallo. Du kennst mich? Ja. Durch die Berechnungen, die ich ablese,
hier im Grau. Vor 8 Jahren stand die Chance, dass du kommst, bei 15.055.3.276 zu 1. Doch mit den Jahren verbesserte sich diese Chance. Seit gestern steht sie fast bei 1 zu 1. Es ist schön, dich endlich kennenzulernen. Wer bist du? Und was soll das? Ich bin der Leser der Berechnungen. All das sind mögliche Zukünfte für dich und die Welt da draußen. Ich verbringe mein neues Leben damit, sie zu lesen und einen Weg zu finden, das zu beenden, was wir vor so langer Zeit begannen. Der klingt wie Desmond von der Stimme her. Es beginnt hier. Du verlangsamst die Maschine und rettest die Welt. Von diesem Punkt gehen alle möglichen Zukünfte aus. Millionen und Abermillionen mögliche Wege. Doch auf jedem Einzelnen kommt es zu einer erneuten Katastrophe. Der Knoten bricht zusammen und die Welt wird vernichtet. Die Menschheit schwindet und vergeht. Ich muss weitersuchen. Ich muss die Lösung für euch finden. Ich muss euch etwas hinterlassen. Dieser Knoten, das ist der Moment, in dem ich die Maschine verlangsame? Ja, dort beginnen alle meine Berechnungen. Es ist das Einzige, was ich sicher weiß. Kommt mir eingeschränkt vor. Wie meinst du das? Was, wenn du weiter zurückgehst? Nach 2012, als Desmond die Welt rettete. Desmond? Was, wenn er sie nicht gerettet hätte? Wenn er umgekehrt wäre und die Welt gebrannt hätte? Sieh dir diese Zeitlinien an. Lies sie dir durch. Verstehe. Eine interessante... Guck mal, wie die Haare sich bewegen. Faszinierend. Milliarden, aber Milliarden neue Zeitlinien, die es zu erkunden gilt. Ganz genau. Diese Zeitlinien wurden nie Realität, aber sie hätten es werden können. Hätte Desmond die Zerstörung der Welt zugelassen, hätten die überlebenden Menschen vielleicht etwas aus der Katastrophe gelernt. Und vielleicht hätten sie in einer dieser Zeitlinien einen Weg gefunden, um zu verhindern, dass es immer wieder passiert. Das ist brillant. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Wenn man zu viel Zeit damit verbringt, alle Möglichkeiten durchzugehen, denkt man zu wenig über das nach, was unwahrscheinlich erscheint. Danke für deine Einsichten, Layla. Das ist erst der Anfang. Wir müssen eine Menge Daten analysieren. Bleibst du hier? Ja, bis wir etwas Nützliches finden. Ich will nicht, dass so etwas noch einmal passiert. Dir bleibt vielleicht nicht viel Zeit, Layla. Die Maschine wurde verlangsamt, doch die Strahlung, sie bleibt noch Jahrzehnte bestehen. Oh je. Nach meinen Berechnungen hast du noch 73 Sekunden, bis die Strahlendosis tödlich ist. Keine Sorge. Ich habe den Edenstab. Er heilt und beschützt mich. Nein. Hast du nicht. Hast du nicht. Was? Wieso nicht? Natürlich. Natürlich? Fuck. Okay. Wir finden gemeinsam eine Lösung. Wie lange es auch dauert. Wenn das heißt, dass ich hier nie rauskomme, dann ist das so. Das schulde ich den Menschen, die ich verletzt habe. Und denen, die ich liebe. Ja, ich kenne das Gefühl. Dann fangen wir mal an, was? Ein paar Milliarden Zeitlinien könnten eine Weile dauern. In der Tat. Aber es fühlt sich nicht so an. Das ist das Gute an diesem Ort. Bassin. Dann geht's durch den Edenstab, wird er wieder jung. Ja. Bist du bei mir? Ich bin bei dir. Hier? Nein, Geliebter. Nur wir sind übrig. Und Layla? Die Erben.
der Erinnerung. Siehst du, es war abgekartet. Hat ihre Rolle perfekt erfüllt. Damit er raus kann. Wohlan. Eine neue Welt wartet. Sean. Rex. Ich musste mich entscheiden. Und ich bleibe hier. Ihr werdet euch fragen, wo ich bin. Vielleicht sogar, ob ich bin. Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Aber ich habe keine Angst und ich bin nicht allein. Wir haben viel zu tun. Es könnte Tage oder Jahre dauern. Es ist unmöglich, das zu sagen. Aber wir bringen es zu Ende. Was ich sagen will, ist, sucht nicht nach mir. Es ist zu gefährlich und zu spät. Passt gut auf euch auf. Passt gut auf die Welt auf, die wir noch haben. Und passt gut. Seht ihr, es geht ihr gut. In gewisser Hinsicht. In gewisser Hinsicht? Gott, wir müssen sie finden. Ihr habt sie gehört. Sie will nicht gerettet werden. Schwachsinn. Es gibt doch nichts mehr, das gerettet werden könnte. Nicht nach so langer Zeit. Wegen dir. Du hast sie zurückgelassen. Wie der aussieht, der Basim. Ist ein bisschen viel, ich weiß. Ich bin in derselben Situation. Nein, nein. Du spielst in einer ganz anderen Liga. Wir nennen uns nun Assassinen, nicht Verborgene? Aus dem Arabischen, Hashishi. Ah, und haben wir einen Mentor? Gibt es diesen Brauch noch? Gibt es. Und wen? William Miles. William Miles. Ich möchte William Miles kennenlernen. Könnt ihr ihn zu mir bringen? Wir können ihn anrufen. Verschlüsselt. Du kannst sofort mit ihm reden. Keine Technologie. Ein Treffen. Ein geistiger Austausch. Da ist doch wieder was faul. Tragen wir den Kampf endlich zu diesen Templern, wie ihr sie nennt. Ich gehe nirgendwo hin, meine Freunde. Euer Animus ist in guten Händen. Wie viel weißt du darüber? Mein Kind, wir haben solche Dinge lange, lange vor euch entwickelt. Ich finde es heraus. Okay. Mein Gott. Jetzt versuchen sie sich noch ein Ende offen zu halten, dass man noch wieder fortsetzen kann. Finde ich richtig geil. Da ist Eivor. Das ist ein schöner Ort zum Sterben, Eivor. Kaum einer hat die Wahl. Du hast mich besiegt. Ich weiß nicht wie, doch so war es. Dennoch bin ich es, der hier steht. Und nun kann ich dir alles nehmen, was ich will. Deine Erinnerung, dein Geschick, deine Geheimnisse, alles gehört mir. Und wenn ich sie habe, werde ich sie wohl nutzen, um meine Kinder zu finden und meine Familie wieder zusammenzubringen. Okay, jetzt kann ich ihn steuern. Ein stiller Ort für die letzte Ruhe. Fast könnte ich dich beneiden. Okay. Hat irgendwie ganz blöde Wendung genommen, ne? Aber er ist doch gar nicht. Basim ist doch gar nicht in der Blutlinie von der Eivor drin. Das heißt, er kann doch ihre Gedanken und sowas gar nicht lesen, weil er gar nicht die DNA-Verknüpfung hat dazu. Es sollte nicht lange dauern, bis der Sicker-Effekt eintritt. Ein paar Tage höchstens. Los geht's.
durch, Eivor. Na schön. Du bist zurück. Ist Sigurd bei dir? Nein, noch nicht, Tova. Ja, der Stuhl ist leer. Eivor, bist du es? Ja. Ist Sigurd nicht bei dir? Er blieb zurück, um neu anzufangen. Steh auf. Was? Steh auf. Dieser Platz gehört dir. Sie hat sich extra nicht dahingesetzt. Okay. Steht dir gut. Eivor ist zurück und wärmt sich am Herd. Kommt! Ach, jetzt kommen Dein sie alle. Dein Geheimnis ist nicht länger sicher. Eivor? Randvi? Was soll das? Ist alles in Ordnung? Die Jarlskona ist zurück, um uns in eine ungewisse Zukunft zu führen. Sagst du ein paar Worte? Ja, würde alles anders übrig bleiben, ne? Bei Liebe und Freud versagt das Wort. Unsere Gemüter sollten ein Lied anstimmen. Und wenn... Nein. Ihr seid nicht mein, ich bin die eure. Und ich bitte euch nur um eines. Lasst mich aufrecht bleiben, in allem, was kommt. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Weil Odins Weg uns Stärke bringt. Und Heldenmut um Ehre ringt. Hinter uns ein Strom aus Rot. Mit Odin brachten wir den Tod. Das Horn erfüllt die großen Kraft. In der Halle der Gefallenen. Ah, ein neuer Brief. Warum schlafe ich denn hier? Naja gut, einmal kurz die Fertigkeitspunkte ausgeben.
Warum kann ich die nicht ausgeben? Na gut. Fang ein neues Bündnis ab. Bündnisse schließen. Hey, da ist ja wieder Ranvi. Eine Freude, dich zu sehen, Eivor. Ja. Sollen wir das in deiner Kammer besprechen? Nicht nötig. Na also, läuft doch wieder. Hm? Sehr gut. So. Ah, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? So, ja. Gut, gut. Ich guck mal gerade, ob ich die Punkte doch nochmal ausgeben kann hier. Fertigkeiten. Ne, ich kann sie nicht ausgeben. Schade aber auch. Na gut. Dann machen wir an der Stelle mal Folgendes. Wir gucken einmal in die Karte rein. Was haben wir denn da noch alles Schönes? Aber wir könnten nochmal eben die Bündniskarte nochmal gucken. Das machen wir nochmal. So kurz und knapp. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Ah, hier könnte man jetzt auch wieder eine machen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay. Gut, zurück machen wir jetzt nicht. Ich habe es mir anders überlegt. Jo. Komm her. Ja, schon lange nicht mehr. Sehr gut. Okay. Dann hätte ich gesagt, dann machen wir jetzt mal eben den Speicherowski. Mhm. Ach, wir müssen wieder einen von hier unten irgendwie nehmen. So. 110 Stunden haben wir gespielt. Sehr gut.